Ich habe gesehen, wozu wir fähig sind. Vielleicht öfter, als gut für mich ist. In Ceuta, wo Zäune und Wachtürme stehen und Polizisten Menschen mit Gewalt daran hindern, sich in Europa in Sicherheit zu bringen. In Ungarn, wo die Polizei Menschen nur deswegen verhaftet hat, weil sie vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. In Slowenien, dort, wo die Polizei Pfefferspray gegen Menschen auf der Flucht eingesetzt hat. In Kroatien, wo Polizisten Geflüchtete immer wieder angebrüllt und auch Gewalt gegen sie ausgeübt haben. In Griechenland, wo Menschen Hunger haben, wo Menschen feststecken, weil das reiche Europa sich abschottet. Ich weiß, wozu wir fähig sind. Vielleicht besser, als gut für mich ist. Bei uns werden Politiker gewählt, die Europa abschotten und in Kauf nehmen, dass dadurch tausende Menschen ertrinken. Bei uns werden Politiker gewählt, die Abkommen mit Despoten abschließen, die auf Menschen auf der Flucht schießen lassen und sie in Länder abschieben, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Bei uns werden Politiker gewählt, die bewaffnete Soldaten und Panzer gegen Menschen einsetzen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind. Bei uns werden Politiker gewählt, die Polizisten einsetzen, die gegen Menschen vorgehen, die versuchen, andere Menschen zu helfen. Ich weiß, wozu wir fähig sind. Vielleicht besser, als gut für mich ist. Es gab schon mal eine Zeit, in der Länder ihre Grenzen für Menschen auf der Flucht geschlossen haben. Wissen wir denn nicht mehr, dass in den 30er Jahren nicht die Verfolgung der jüdischen Mitmenschen, sondern die jüdischen Mitbürger selbst in viele Länder als das Problem gesehen wurden? So wie heute nicht unsere Waffengeschäfte, erstickende Freihandelsabkommen oder Krieg und Verfolgung, sondern die Menschen auf der Flucht als Problem betrachtet werden. Nach der Konferenz in Evian in 1938 steckten viele jüdische Mitbürger fest. Ich weiß, was danach passiert ist. Wir sagten nie wieder, aber viele Menschen scheinen das vergessen zu haben. Can you tell me something about your journey from Syria to Greece? Okay, I am from Palmyra. This is destroyed my city, so we're supposed to go out from Syria. We came to Turkey from the last year, maybe, yes, and we stayed in Turkey for 9 months. We didn't have money to go out, so we're supposed to work to make money to come here. Cost maybe $700 per person in the boat in the sea, and we came to Greece. We are here for month and 10 days. Maybe we are so tired. Especially, I'm talking about myself. I'm so tired. Every day I'm losing my energy more. I feel that when I came here the first day, I was motivating. But now I am losing my energy every day, losing my energy more because the border is closed and it seems it's not will be open again. Yes. I don't know what we should do, but now we are waiting. I know it will not be open, but maybe they will find some solution to solve this problem because, as you see, it's like a village, like a city. People here so tired. Every day you see that on their faces. They are become tired every day more. So I think to solve this, because if I knew that
border will be open after 3 months, that will be okay, I can wait. But the problem is there is no certain date to waiting for it. There's nothing waiting for it. And we can't come back, we lose everything. We have nothing to come back. Even if we want to go to Turkey, we have to start from zero. We have nothing to start, to come back. Everyone here lose everything to came. If you could say something to Europeans, what would you say to them? I want to say if maybe they have some reasons to not take us, but they have to consider that even it's hard on them, even they will have some problem because we are there, they must feel us because we are suffering here. It's not easy. This is not game. This is disaster for people. This is not game. They feel us. Maybe it's hard on them. They must feel us because it's hard. People, yesterday 2 women have babies without doctors. You can imagine this. We are in 20th century, 21. How could that happen? Yeah. Yes. I ask them to help us. In any way, every person can help. It's not related about big person or government. Everyone can help. And I am thankful for everyone here helping us. Maybe make your child smiling. You want a translator? Okay, thank you. You're welcome. Here This is spread by UNICEF, right? Yes, yes. UNICEF and the Brexit. Food the problem. The Brexit no problem. Thank you.